Okay, jetzt nehme ich auch mal den Hexenmeister. Okay, dann machen wir es genau umgedreht jetzt. Und mein Deck heißt Void. Okay, ich habe meins jetzt einfach Priest V1 genannt. Ja, okay. Kein anderer Name eingefallen. Das Licht wird den So, Sieg schauen wir mal, wie wir bringen. uns mit Priester anstellen. Das ist ja eigentlich ein Deck, was ich sehr, sehr selten spiele. Was ich mir jetzt nur zusammengestellt habe, aufgrund der Problematiken, die ich in Naxxramas hatte. Ja, ich hab mir dafür die Mikes, na, habe ich mir extra ein Magier-Deck mal zusammengestellt, aber da fehlen mir auch noch wichtige Karten, zum Beispiel der Eisblock. Ja. Fehlt mir da. Ja. Aber Alexstrasza ist, glaube ich, schon mal ganz gut da. So, spielen wir mal einen schönen Zauber aus und machen erstmal hier zwei von dem. So. Mehr gute Karten habe ich nicht. Ja, diesen Zauber solltest du lieber aufsparen, um den auf Diener anzuwenden. Auf Diener? Ja. Um einen Kartenvorteil zu kriegen. Okay. Weil, also, die Leben sind in dem Spiel eigentlich nicht wichtig. Also, ich ziehe mir ja sogar selbst Leben ab, um mehr Karten zu kriegen. Das stimmt, ja. Daran habe ich wieder nicht gedacht. Sehr, sehr blöd. Das kann ich auch noch mal in einem Tutorial mal irgendwann erklären. Was mache ich denn am besten jetzt, ist die Frage. Die Karte ist übrigens ganz lustig, weil die mir Leben wiederherstellt, die du hast gerade auf dem Feld. Wenn sie stirbt. Ach, das. Ich kann eigentlich nicht viel machen. Ich habe hier bloß Karten, die ich jetzt eigentlich nicht spielen sollte. Und zwei Leben wiederherstellen bringt auch nichts, weil ich kann über die 30 nicht raus. Kannst bei mir zwei wiederherstellen. So weit kommt es noch. Ach, probieren wir es einfach mal. Vielleicht bleibt sie am Leben. Ja, ist gar nicht so schlecht. Ich werde jetzt, du kannst jetzt wahrscheinlich mich angreifen und dann heilen und eine Karte kriegen. Ich kann nicht wirklich was dagegen machen. Ich könnte ein was dagegen machen, aber ist es mir das wert? So viele Das ist die Frage. Möglichkeiten. Hat dein Hexenmeister auch gerade gesagt. So viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist mir erstmal nicht wert. Nerubisches Ei. Oh Gott, das ist auch so eine Karte, die ich Naxxramas hassen gelernt habe. Ja, die ist so ein Schutz gegen Flächenschaden. Also, wenn du das dann nebenbei mit kaputt machst, da hast du Arschkarten. Ja. So, was machen wir denn jetzt am besten? Frage mich, ob Es ist auch übrigens eine gute Kombo, wenn du auch selber den Zombie-Fraß spielst und dann diese Auchenei-Seelenpriesterin spielst. Und dann macht nämlich das bei mir 5 Schaden, anstatt dass es mir 5 heilt. Weil dann alle Heilfähigkeiten umgewandelt werden in Schadensfähigkeiten. ja, das ist auch eine gute Kombo. Hei, hei. Da merkt man schon, dass du einiges mehr Hintergrundwissen hast hier. Da denkt man ja gar nicht dran so weit. So, ich habe jetzt wieder zwei Möglichkeiten. So Ich könnte zum viele einen diesen hier spielen. Möglichkeiten. Zum anderen könnte ich, was ich glaube ich mache, Die den Münze. Verteidiger von Argus spielen. Oh Gott. Mein Schild Dann für kann ich Argus. deine Priesterin jetzt nämlich bequem kippen und mein Ei ist aktiviert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Ei auch noch. Das Ei marschiert in den Krieg. Das Ei marschiert in den Krieg. Es schleimt dich voll. Das ist natürlich nicht so gut jetzt. Was bringe ich denn jetzt aufs Feld am besten? Ich würde sagen, den da. Mögen meine Erstmal zum Vorfahren Schutz. unbesiegbar. So, aha, viel mehr Möglichkeiten habe ich schon wieder nicht. Schmeißen wir mit der Steinschleuder auf ihn rüber. Auf die Melle drauf. Okay, ich könnte jetzt natürlich das machen. Irgendwelche anderen Alternativen. So viele Okay, ich mach das kurz hin. Möglichkeiten. Wieder viele verschiedene Varianten, wie ich das jetzt hier hätte machen können. Dann greife ich erstmal an. So, bisschen Heilung bekommen und wieder Schaden. Und dann nommt sich das Ei auf. Was? Noms, noms, noms. Noms, noms? Hä? Wie ist denn das passiert? Was? Kampfschreife nicht gewinnen?
Ah, und verleiht ihm deren. Ai. Ist natürlich nicht so gut. Habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen habe ich jetzt den gebufft und zum anderen habe ich meinen Neruba jetzt geschlüpft. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig hier, meine Hand auch. Diesen Schrecken der Leere, den kann man halt immer gut mit todesfrechenden Karten verwenden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt den Zombie-Fraß, aber... So, da hätten wir zwei Karten von Frelle bekommen. Nein, jetzt weiß er, was ich habe. Unter anderem. So, aber ich kann nicht viel mehr machen. Das ist blöd, ja, blöd. Du musst natürlich auch sehen, dass du jetzt was aufs Feld kriegst. Ja, zurzeit habe ich extremen Nachteil auf dem Feld. Weil ich nur so fette Karten habe oder welche, die anderen Dienern helfen. Das bringt mir nichts. Ja, zu viel Zauber sind auch nicht gut, manchmal. Ja, ich merk's gerade. Ich ziehe erstmal eine Karte. Ja, tu dir schön selbst Schaden. Mach ich doch gerne für dich. Sehr gut. Und dann pulvern wir dir mal einen Arsch. Und hauen die auf die Mütze. Oh Mann. Dann kriegen wir ordentlich aufs Fressbrett. Ja, das ist schon eine sehr ziemlich ausweglose Situation jetzt. Das ist jetzt wirklich in der Tat blöd. Komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, dir meine coolste Combo zu zeigen. Weil es gibt nämlich den Leerwandler, das ist die Klassenkarte für den Hexenmeister von Naxxramas. Und der hat als Todesröcheln, dass der einen Dämon von meiner Hand auf das Spielfeld bringt. Oh. Ich brauche also keinen Mana dafür bezahlen. Okay. Und ich habe hier halt einige hohe Dämonen im Deck. Machen wir mal das da. Das ist natürlich bitter. Well played. Ja, na, aber bringt mir auch nicht so Mörder mit. Das war schon alles hier. Na, bloß ein bisschen die Schadensbegrenzung ein bisschen nach unten treiben. Ist noch alles nicht so rosig, was ich jetzt hier habe. Ich hoffe einfach mal auf eine gute Karte. So. Hast du bei dem Feld eigentlich schon irgendwie mal geschafft, oben das Luftschiff wegzubefördern irgendwie? Nee, hab ich noch nicht. Gibt es doch irgendwie solche Kombos, glaube ich, solche Feldkombos auch. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich habe noch nie gesehen, dass das jemand geschafft hat. Machen kann. Was spielen wir denn jetzt am besten? Das ist natürlich übel. Wenn wir das machen, hätten wir noch so. Ich werf den Kelle meinen Stein an den Kopf. Oh, nix da. Wir könnten jetzt das machen. Das wäre eigentlich... das ist jetzt so eine schwere Entscheidung hier. Machen wir mal so. Okay. Und heilen uns mal noch ein wenig auf. Damit bist du wieder im Spiel. Damit jetzt wieder zumindest Feldgleichheit besteht. Okay. Ah, du hast trotzdem ein bisschen mehr Lebenspunkte. 19 zu 12. Ich mach das einfach mal so, glaube ich. Ich spiele einfach mal einen von meinen großen Dämonen raus und bezahle mal das Mana dafür. Okay. Den bringt er also. Leider habe ich die Leerwandler, die Leerrufer oder wie sie heißen, nicht auf der Hand gerade. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Ah, das ist natürlich blöd. Ich würde sagen, wir bringen mal die gut aufs Feld. Die Maxner. Und heilen uns mal ein wenig. Ja, die ist zwar gut gegen Diener, aber die macht halt beim Helden jetzt nur zwei Schaden. Ja. Aber mir ging es jetzt irgendwie darum, dein Viech da wegzukriegen. Möglichst sicher auch. Verständlich. Okay, oh Mann. Lass mal sehen. Ich brauch viel mehr Mana. Ich frage mich, ob. Also ist schon mal sozusagen eine ganz gute Runde. Ja, schon bis Runde 8 sind wir jetzt gekommen. Oh, 4 Schaden.
Okay. Eieieiei. Das hat die richtige Karte weggehauen. Ich hätte auch Pech haben können, dass es mir den verdammten Wächter aus der Hand holt. Aber ach, das stimmt natürlich. Das hat zum Glück geklappt. Eieieiei. Das zweite Mal abgelost. Ich geh feste, du. Eieieiei. Ja. Du hast gute Karten, muss man sagen. Willst du jetzt noch eine Runde machen? Weil irgendwie bricht schon meine Frame-Zahl langsam gerade ein. Mm. Mir ist es egal. Wenn sie einbricht, dann ist es ja eher schlecht, dann noch eine weitere Runde zu machen. Ja. Dann belassen wir das dabei. Für die Folge erstmal, dann machen wir mal bald wieder eine Runde. Richtig, ja. Und dann gibt's vielleicht die Rache, mal schauen. Dann kriegst du deine Revanche, genau. So. Ja, dann, Leute, ich freue mich natürlich auch über Feedback, was ihr so allgemein zu Hearthstone sagt. Das ist ja was ich eigentlich ganz selten auf meinem Kanal bringe. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es einfach mal in die Comments. Wenn nicht, dann nicht. Vielleicht sollte man auch mal irgendwie einen Livestream dazu machen. Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Das machen auch viele. Dann hätte man Live-Zuschauer. Und gerade jetzt bei meinem zweiten Monitor würde sich das anbieten. Na gut, aber ich verabschiede mich erstmal von dieser Folge. Hat mir Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Duell, würde ich sagen. Genau, ja. Macht's gut, Leute. Habt Spaß mit Hearthstone. Und schreibt uns in die Kommentare, was wir alles falsch gemacht haben. Und was ihr gerne für Decks und für Klassen spielt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.